Hallo Minecraft-Freunde, ich bin Sarge und Liquid und begrüße euch heute wieder in meiner Eintrank-Welt. Den Download-Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Heute möchte ich euch die erste Lagererweiterung präsentieren. So, und zwar ist das eine Item-Ausgabe für den Inhalt einer Doppelkiste. Also diese Doppelkiste wird dabei entleert. Wie funktioniert das Ganze? Ihr habt hier zwei analoge Signale. Ja, das ist einmal ja, 1 bis 15 und nochmal 1 bis 15 und das kodiert ihr hier in den Trichtern. Damit könnt ihr 225 Items auswählen. Ja, ihr macht in den einen Trichter eine Menge und die andere, dass ihr hier dann die entsprechende Zahl habt. So, sollten die beiden jetzt übereinstimmen, also die Stromstärke und die, genau wie hier, gehen hier die Fackeln aus. Diese Strecke geht aus. Das hier wird aktiviert. Der bzw. schaltet er diesen Komparator frei. Dadurch liest er dann die Menge aus dieser Kiste aus. Dann geht hier ein Verstärker an, das heißt, dieser Komparator ist dann erstmal gesperrt, bis diese Doppelkiste leer ist. Dann wird, der sitzt jetzt hier verkehrt, der sollte lieber hier sitzen. So, dieser Klebekolben aktiviert, schiebt uns den Beobachter nach vorne und er fängt an, die Items auszuspucken, wie gesagt, bis hier die Doppelkiste leer ist. Solange dieser Komparator dann gesperrt ist, weil der ja dann hier das freigibt, das Signal, geht diese Fackel an, hier der Verstärker und der sperrt uns den Nachfülltrichter. Nicht, dass als das Lager dann komplett leer läuft. So, hier unten seht ihr auch schon die weiteren Trichter. Die sind dann dafür da, dass kommende Erweiterungen einfach unten angefügt werden können. Oder vielleicht wollt ihr das ja auch in einer anderen Reihenfolge oder sogar ein anderes Element oder. Ja, also das kommt dann alles nach und nach. So, ich habe das hier drüben jetzt einmal schon mal angefügt. Es gibt da auch ein kleines Lager-Update. Und zwar, dieser Block hier muss weg. Falls ihr das Lager schon im Betrieb habt, tut es mir leid. Ihr müsst den Block wegmachen, weil dieser Block verhindert das Auslesen der Kiste. Ja, ich demonstriere das am besten einfach mal. So. So, wir können ja über einen Komparator die Menge in den Kisten auslesen. Sollte aber ein Block hier über der Kiste sein, na, hier macht er es jetzt nicht. In dem System jedenfalls hat er das verhindert, dass er dann hier die Menge auslesen konnte. Fragt mich nicht, warum und wieso, da hat es jedenfalls nicht geklappt. So. Gut. Okay, ich habe es mir jetzt hier einmal zur Demonstration einfach gemacht, beziehungsweise noch was vorneweg. Ihr könnt dann hier jetzt auch den Block wegbauen und hier noch einen Redstone drauf machen und damit die Befüllung für unten blockieren. Das habe ich jetzt hier auch schon gemacht, weil ich in dieser Kiste schon Items drinne habe. So, dann habe ich mir das jetzt erstmal einfach gemacht und die gleich kodiert, sprich, hier sind überall 16 Items drin, damit ich hier eine 1 und hier eine 1 habe und hier sind 32 Items drinne. Jeweils noch da nochmal zeigen und da nochmal zeigen, dass wir hier eine 2 haben. Das könnt ihr übrigens dann wieder natürlich hier oben rechts ablesen. Power 2. So, und jetzt kann man dann nämlich hier über das Buch, das hat 15 Seiten, damit kann man dann das Item entsprechend auswählen. Theoretisch kann man dann mit den entsprechenden Konstruktionen, das werde ich euch auch noch später dann in weiteren Folgen erklären, wie man das hinbekommt, kann man dann über das Buchen Item aussuchen. In dem Fall habe ich jetzt hier Item 1 gewählt. Ich habe ja auch beides auf 1 kodiert. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann fängt er an auszuspucken. Und zwar bis diese Doppelkiste
leer ist. So, die sammle ich gleich mal wieder ein hier. Ich glaube, das Item ist von dem Testlauf noch da drüben. Der wird jetzt hier nicht rübergespuckt haben. So, und wir sehen, jetzt ist er wieder deaktiviert. Und wenn ich jetzt hier den Hebel umlege, dann würde jetzt auch anfangen, die Kiste sich wieder zu füllen. Erstmal hier unten der Dropper, der spuckt ein bisschen mehr aus. Und dann entsprechend die Doppelkiste. So, ich will die Anzahl hier jetzt nicht versauen. Ich habe den Minus ja noch nicht aktiviert. Und ja, und wie gesagt, mit dem Umlegen dieses Hebels könnt ihr dann das verhindern, dass der untere Teil sich weiter füllt. So, das habe ich jetzt auch gemacht, damit die Doppelkiste nicht so voll läuft. Ja, und das war's, glaube ich schon. Nee, noch eine kleine Ergänzung. Und zwar werdet ihr feststellen, es gibt zwei Versionen davon. Und zwar einmal die Version LR und die Version RL. Ganz am Schluss steht das. So, das hat einfach folgende Bewandtnis. Und zwar, aus welcher Richtung euer Dekodiersignal kommt. Also aus welcher Richtung euer Signal kommt. In dem Fall jetzt hier kommt das quasi von rechts. Nach links läuft das durch die Komparatoren und hier hinten läuft es von links nach rechts. Deswegen ist das hier auch der LR und hier drüben haben wir dann den RL. So, so, genau. Dann war es das schon mal mit der ersten Erweiterung für das Lager. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.